Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einem weiteren Part von Only If. Ich habe keine Ahnung, was jetzt wirklich mit uns passiert ist. Wir wurden in eine Kiste gesperrt von irgendwelchen Psychopathen. Dann wurden wir auf den Grund irgendeines Flusses sozusagen fallen gelassen von der Wasseroberfläche her. Und jetzt sind wir irgendwie wieder rausgekommen. Alles hat gebrannt. Wir sind kurz an Land geschwommen oder so und dann wurde ausgefadet und jetzt ist hier irgendwie ein ganz schrecklicher Sound im Hintergrund. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Schachbrett? Können wir das mitnehmen? Oh Mann, haben wir das doch nicht überlebt oder was soll das heißen? Ach nee, wir haben es doch anscheinend überlebt. Press Space! Ach, ich soll es jetzt ganz oft drücken? Ja, ich kann den Zuschauern doch dieses Geklacker nicht antun. Hallo, ich kann's... Oh, wir haben es doch noch überlebt. Oh, bester Watershader ever. Oh, mein Magen. Oh, er fühlt sich an, als hätte er seit 3 Monaten nichts mehr zum Verdauen gekriegt. Und einer hätte mich noch fett getreten. Dieser verdammte Wichser. Ich will doch nur aufstehen und weiterlaufen. Ich will doch nicht kriechen wie ein armes kleines Kind, das sich verletzt hat am Bein. Die Leute wollen mich umbringen. Was habe ich denn so Böses getan? Ich habe doch keine Ahnung, was an diesem Abend passiert ist. Ich weiß es doch genauso wenig wie ihr. Oh. Sonnenblumen. Ich muss hier vorbeikriechen. Schnell. Ah, mein Bein. Scheiße, ich kann nicht mehr kriechen. Wir müssen uns beeilen. Sonst kriegen die uns. Ah, es fängt wieder an. Verdammte Scheiße. Ah. Alter, wisst ihr eigentlich, wie schmerzhaft das ist, sich das Bein so pervers gestoßen zu haben? Ah. Es könnte sogar sein, dass ich da einen fetten Splitter drin habe, so einen richtigen Holzscheit fast drin stecken im Bein. Und ich weiß es noch nicht mal. Ich kann ja nicht mal auf mein Bein gucken. Ich krieche hier nur um mein Leben gerade. Ah. Oh, wenigstens habe ich es geschafft, mich wieder aufzuraffen. Oh, aber es tut immer noch schrecklich weh. Versuchen wir einfach von hier abzuhauen. Los! Oh, was ist das für ein Rauch? Es ist nur ein Baum, der in Flammen aufgegangen ist. Ein hässlicher Baum. Genauso hässlich wie diese Typen, die mich die ganze Zeit hier angreifen mussten. Ah! Oh. Wie wär's mal, wenn ich einen Gehstock oder so eine Scheiße finden würde? Was ist denn jetzt hier überhaupt schon wieder los? Ah! Ah! Okay, anscheinend wurden wir zurückteleportiert. Ich habe keine Ahnung, warum ich immer wieder E drücken soll, was das für einen Sinn ergeben soll hier. Fragt mich bitte nicht, ich weiß es nicht. Springen können wir in dem Zustand auf jeden Fall nicht. Ich schätze mal, wenn wir da wegkommen vor dem Rauch, der uns hier so ziemlich einschüchtern soll, schätze ich mal, dass wir das dann schaffen. Oh nein, oh nein! Hä? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht, Mann? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Warum werde ich jetzt... Hä? Was habe ich falsch gemacht in dem Spiel? Was? Ich hasse das, wenn man einfach umfällt und keine Erklärung dafür bekommt. Nochmal die ganze Scheiße. Boah, ich könnte jetzt auch schon wieder kotzen, dass ich das nochmal alles machen muss. Aufstehen, Junge, aufstehen. Du hast keinen Atem gehört. Ich bin noch so gut wie tot. Das kann unmöglich sein. Wenigstens habe ich jetzt eine Technik rausgefunden, die Taste zu drücken, ohne dass man es zu stark hört. Na, der Boden hat auch die wunderschönste Textur überhaupt. Ne, der recht vor allen Dingen. Der Rest des Spiels sieht ja ziemlich toll aus. Aber hier hört echt teilweise der Spaß auf, wenn man dann die Bodentextur sieht. Ey, gerade wenn man mal kriechen muss, dann kann man da ja wohl ein bisschen mehr grafische Qualität rein investieren. Jetzt mal ehrlich. Also bei Killzone Shadowfall hat das ja auch funktioniert.
Der gibt so viele Details. Ich glaube, in die Richtung sollten wir echt nicht. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen schneller E drücken. Vielleicht ist das die Lösung. Ich habe keine Ahnung. Dann muss ich das wahrscheinlich mit rechts oder so machen. Was in aller Welt ist jetzt schon wieder los? Ja toll, wollt ihr mich jetzt verarschen? Soll ich mir gleich noch ein Playthrough angucken, nur weil das Spiel hier nichts geschissen kriegt? Meine Fresse, ey. Das kann doch wohl nicht angehen hier. Ich werde hier von vorne bis hinten verarscht. Und ich dachte, es gibt ein Spiel, was mich weniger aufregt als Five Nights at Freddy's. Aber anscheinend hat sich da ein besseres Spiel gefunden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Da wirst du ja richtig kirre. Boah, wie ich das hasse, immer wieder dasselbe zu machen. Repetitive Arbeit, sowas hasse ich einfach. Wie die Pest. Also, ich glaube, dass ich da auf jeden Fall nicht lang kann. Wir können aber gerne mal einen anderen Weg ausprobieren. Vor allen Dingen, weil es einen anderen Weg gibt. Ne, gibt's ja gar nicht. Ja, ich weiß. Du weißt, dass ich hier bin. Ja, ich habe langsam diese Prozedur satt. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, Atmosphäre oder so aufzubauen, wenn das Spiel mich hier von, ja, wie gesagt, von vorne bis hinten verarscht. Ich lasse mich nämlich ungerne von dem Spiel verarschen. Von Leuten schon, sehr, sehr ungerne. Was ja eigentlich zum Glück auch nicht oft funktioniert. Weil ich nicht so dumm bin und mir einfach alles gefallen lasse, aber... Aua. Ja. Hier kann man nicht mehr lang. Ja, wo sollen wir denn dann bitte lang gehen? So, dieser wunderschöne brennende Baum. Hm, keine Ahnung. Vielleicht war das so ein Indikator dafür, wo wir lang müssen. Wenn ihr es besser versteht als ich, dann lasst es mich bitte wissen. Das ist jetzt nicht ernst gemeint, oder? Dass wir einfach... Nö, wir können hier einfach lang gehen oder auch nicht. Ey, jetzt hört mir mal zu, Leute. Sowas regt mich wirklich auf. Welcher Affe hat sich das ausgedacht? Weißt du was? Ich nehme mir jetzt mein scheiß iPhone zur Hand. Das ist mir jetzt völlig egal. Wenn ich es dann... Ja, dann muss ich mal kurz aufstehen. So, jetzt schnappe ich mir das Ding, guck mir kurz einen Playthrough an der Stelle an. Mir reicht's nämlich. No, jetzt kann ich auch noch ewig E drücken, ey. Damit das hier nicht alles abscheißt. Nee, ich lasse mir das nicht gefallen. Ich gucke mir jetzt ein Playthrough an und dann könnt ihr mich am Arsch lecken. Dann mache ich das nämlich so. Ich meine jetzt natürlich nicht euch Zuschauer, ich meine die Entwickler von dem Spiel. Das Spiel heißt Only If. Hm, wissen wir ja alle. Ich glaube, ich hätte mich am Anfang anders entscheiden können. Hm. Ja, da haben wir doch schon das perfekte Video gefunden. Leider braucht das iPhone immer ein bisschen. Das wollte ich jetzt nicht ins Mikro kriegen. So, jetzt hält das Ding wenigstens mal kurz die Backen. Bla 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 bla. Like to drop F-Bombs, deine Mutter. Jo. Ja, toll. Hä, wo ist denn der schon? Hä? Also das mit dem... Ja, toll. Ey, weißt du, jetzt ist auch noch jedes verschissene Playthrough anders als das, was ich hier habe. Das ist dann anscheinend ein Spiel wie Heavy Rain, was sich noch ständig ändert. Das kann man jetzt echt gut gebrauchen. Ne? Ah, ich hab's gefunden. Genau die Stelle, die wir gerade haben. Selber Let's Player. Hat auch das Problem, dass er ewig E drücken muss und dass ihm auf den Sack geht. Das sieht man in der Facecam zum Glück bei ihm. Tja. Und er kriegt jetzt auch durch genau dieselbe Stelle, an der wir gerade sind.
da wo die schönen Sonnenblumen sind. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt mal wieder verrecke. Nebenbei werde ich vorne einfach das Playthrough irgendwie hinstellen, dass ich mir das angucken kann. Nämlich, ja, was heißt nämlich? Ich werde nämlich sonst einfach bekloppt, wenn ich hier immer wieder faile und dann an der Stelle neu beginnen muss. Sowas regt mich nämlich einfach auf. Muss man verstehen können. Muss man aber nicht verstehen. Ergibt zwar wenig Sinn, aber wenn ihr zweimal drüber nachdenkt, dann ist es doch plausibel. So, er ist gerade aufgestanden. Wo geht er denn hin? Der bleibt da jetzt erstmal stehen. Drückt natürlich jetzt eh, weil dieser Rauch kommt. Na gut. Ja, ich weiß, langweilige Inhaltsangabe und so. Boah, Junge, jetzt hör doch mal auf, hier so rund zu schlömpeln. Ja, von hier sieht der Boden dann wieder toll aus. So, er geht auch da lang, wo ich am Anfang lang gegangen bin. Geht da lang. Und hat's überstanden. Hä? Wie jetzt? Der geht einfach diesen Weg lang und wird überhaupt nicht aufgehalten von irgendwas. Das beeindruckt mich gerade. So, einfach weitergehen. Und wir wurden zurückgeportet. Toll. Ganz ehrlich, ich habe langsam keinen Bock mehr. Ey, sowas regt mich einfach auf. Es regt mich auf. Wenn du die Scheiße immer wieder neu machen kannst und nicht mal einen Grund dafür kriegst. Meine Güte, ey. Der ist da einfach durchgestratzt. Den hat keinen Scheiß, hat den aufgehalten. Und ich kann hier alle 15 Sekunden neu anfangen. Das ist auch eine komische Definition von Fairness. Ich guck mir das jetzt nochmal an, beim besten Willen. Scheiß auf alles. Ich check das nicht wirklich. Der ist zurückgewichen, als dieser komische Nebel da gekommen ist. Dann ist er weitergelaufen. Ne, das ist unverständlich. Ah! Ich hab's verstanden. Ich hab's endlich verstanden. Das hätte mir einer mal sagen können. Also gut, sagen können natürlich nicht in der Aufnahme. Ist natürlich ein bisschen schwer. Ich zeige euch jetzt, wie man hier durchkommt. Meine Fresse, da wäre ich jetzt ohne Scheiß nach Stunden nicht drauf gekommen. Zeige ich euch jetzt. Wenn es dann nicht funktionieren sollte, dann ja, überlege ich mir zweimal, ob ich das weiterspiele. Aber eigentlich finde ich das Spiel ganz gut, deswegen möchte ich es auch gerne durchspielen. Aber wenn sowas kommt, weißt du, solche Stellen, die verderben einfach den ganzen... Ja, das ist, als ob du so eine schöne Suppe hast, aber da packst du einfach mal einen ganzen Salzstreuer voll Salz rein. Dann kannst du das Spiel vor allen Dingen, dann kannst du die Suppe auch vergessen. So, ihr seht wahrscheinlich, ich zeige es euch nochmal, für die ganz Blinden, die es überhaupt nicht sehen. Hier ist dicht. Hier kommst du nicht durch. So, jetzt einmal kurz hier so machen. Dann einmal in die Richtung. Und dann ist hier auf einmal die Mauer weg. Ja, wie soll ich denn darauf kommen, Alter? Jetzt mal ohne Scheiß. Wie soll ich darauf kommen, dass hier die Mauer auf einmal weg ist? Gar nicht. Da habt ihr recht. Da kommt man gar nicht drauf, dass das so ist. So, ich würde sagen, wir nehmen diesen kleinen Pfad hier nach oben und versuchen uns mal kurz vorzutasten. Nee, oder? Oh, wenigstens sind wir noch hier. Ich verstehe diesen verschissenen Rauch nicht. Ganz ehrlich, was ist das für ein verkackter Rauch? Wenn wir einmal von dem getroffen, dann war es das für uns. Was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. So, dann ist auf einmal die Mauer weg. Total sinnlos. Genau wie in Deutschland. Nein, Spaß. Sinnlos war es ja nicht, aber da war wirklich auch auf einmal die Mauer weg. Und keiner hat damit gerechnet. Tja. Genau so ist es hier. Genau dasselbe.
Und ich glaube, man muss sich sehr stark vor dem Nebel in Acht nehmen. Also dieser dunkle Rauch, der hier immer auf uns zukommt. Gut, da kommt gerade nichts. Nochmal Glück gehabt. Boah, wir faden wieder aus. Wir müssen uns jetzt ranhalten, sonst pennen wir hier ein. Boah. Die Kräfte gehen wirklich dem Ende entgegen. Und ich würde... Ah! Ah! Scheiße! Oh. Ist das euer Ernst? Ja, wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder. Mit besserer Laune und... Ich könnte so ausrasten. Bis zum nächsten Part.